Hallo und guten Nachmittag. Schön, dass noch einige von Ihnen geblieben sind und sich für dieses Thema mit mir uns zusammen interessieren. Mein Name ist Corinna Peters und ich bin Beraterin für die Digitalisierung bei der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Wir freuen uns besonders, dieses Jahr als Partner dabei zu sein und sind hier im Rahmen der Transform 24 mit unserer Beauftragung über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Was ist mein Job? Mein Job als Beraterin bei der AWE, so wie wir sie ganz liebevoll bei uns zu Hause nennen, ist die Beratung jeglicher Geschäftstätigkeiten von Unternehmen, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländer investieren wollen, vor allem Digitalisierung. Darüber möchte ich heute mit meinen Panelisten sprechen, denn ich denke, das Thema IT-Fachkräftemangel muss ich Ihnen allen nicht erklären. Sie wissen selber, dass das aktuell besonders problematisch ist und wir Lösungen brauchen, besonders in Zeiten des Homeoffice. Wie wichtig sind noch Ländergrenzen? Müssen Teams wirklich im selben Raum sein, am selben Ort oder überhaupt im selben Land, um produktiv zusammenzuarbeiten? Spielen vielleicht andere Faktoren eine wichtige Rolle? Und wenn ja, welche? Darüber möchte ich heute mit meiner Expertise aus Deutschland und Tunesien zu diesem spannenden Thema auf dem Podium diskutieren und habe mir eingeladen Dr. Andreas Reinecke. Er war von 2014 bis 2020 während der ersten Intifada Botschafter in Tunesien. Nun ist er zurück in Berlin und nutzt seine Passion für Tunesien und Digitalisierung als Direktor des Deutschen Orient-Instituts. Die Stimme der deutschen IT-Wirtschaft repräsentiert heute für uns Volker Maiborn. Er hat vor über 30 Jahren Softwareunternehmen Maiborn Wolf mitgegründet und den Schritt nach Tunesien hat er 2019 mit ihm gewagt. Ich freue mich darauf zu hören, wie der Weg dahin war. Und weil wir natürlich nicht über Tunesien, sondern mit Tunesien sprechen möchten, freue ich mich besonders über Mohammed Dab auf unserem Panel. Sein Projekt Tech 216 wird ebenfalls vom BMZ mitfinanziert und ist beauftragt über die Sonderinitiative Gute Beschäftigung für sozial gerechte Arbeit. Was man als Digitalexperte bei der GIZ in Tunis macht und was das mit gerechter Arbeit zu tun hat, darüber wollen wir gleich sprechen. Herzlich willkommen. Herr Dr. Reinecke, Sie haben einige Zeit in Tunesien verbracht und da auch einiges erlebt, sowohl im politischen als auch im privaten Kontext. Können Sie mal einen Abriss geben, was genau macht Tunesien für Sie so besonders? Also für mich war vor allem interessant, dass wenn ich in Deutschland über Tunesien oder andere Leute gesprochen habe oder andere Länder Nordafrikas gesprochen habe, bei vielen so ein Film ablief, oder das sind entweder Migranten, die im Boot rüberkommen oder das sind Terroristen, das ist ja ganz furchtbar, also lassen wir es sein. Was wir völlig übersehen haben, dass wir ein großes Fachkräftepotenzial, vor allem ein großes digitales Fachkräftepotenzial dort haben. Deswegen stehe ich auch hier, weil es mich einfach ärgert, dass wir dieses Potenzial liegen lassen. Warum ist Tunesien interessant als Land? Die politische Situation ist nicht ganz einfach, das muss man fairnesshalber zugestehen. Es hat eine arabische der arabische Frühling hat dort begonnen, 2011, mit einigen Aufs und Abs, aber das Land ist relativ stabil. Aber die Wirtschaft brummt, die Privatwirtschaft, und das ist wirklich das Interessante und es hat auch Gründe, gute Ausbildung, gute Universitäten, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und vor allen Dingen habe ich entdeckt, als ich als Botschafter dort ankam, dass es bereits viele deutsche Unternehmen dort gab. Es gibt inzwischen knapp 300, einige mit mehreren 10.000 Mitarbeitern, meistens Automobilzulieferer, auch Zulieferer für Airbus, Textilindustrie, aber hochwertige Textilindustrie. Also da gibt es sehr viel. Und ich habe die immer gefragt, was macht denn ihr hier eigentlich in Tunesien? Warum ist das so gut? Sagten ihr, das läuft halt, selbst während der Revolution war das stabil. Also wir haben ja ein stabiles Umfeld. Und wir leben einfach gerne hier. Und als ich dann gefragt habe, was heißt denn gerne hier, und das habe ich dann selber erlebt, es gibt etwas, was ja auch im IT-Sektor nicht unwichtig ist. Es gibt eine gute, wir würden in Berlin sagen, Kneipenszene. Das sind die Bars mit und ohne Alkohol. Es liegt am Wasser. Ich spreche jetzt von Tunis, aber auch von anderen Städten weiter im südlich. Und die Unternehmen sagen, wir haben eine zuverlässige Arbeiterschaft, wir können unsere Ware, das ist im IT-Bereich nicht so wichtig, zuverlässig nach Deutschland transportieren. Also uns gefällt es da und deswegen sind wir hier und bleiben auch hier und expandieren dort. Also das jetzt vielleicht mal als ein ganz erster Einstieg in unsere Diskussion. Vielen Dank, das ist auf jeden Fall ein super guter Überblick schon mal gewesen mit vielen Argumenten, die ich gehört habe. Jetzt sind wir aber heute auf einer Digitalisierungsmesse.
Und das heißt, wir bewegen uns im MINT-Bereich. Herr Dapp, könnten Sie ein bisschen aus dem Bereich MINT, warum gerade IT in Tunesien? Was gibt es da für Gründe? Gibt es Besonderheiten? Ja. Vielen Dank, Frau Peters. Ich möchte gerne auch über das Projekt Tech216 sprechen. Also das ist, Tech216 wird im Jahr 2019 gegründet. Und während dieses Jahres wird Tunesien als das führende arabische und afrikanische Land im Bereich in Bezug auf Innovation eingestuft. Das war gemäß dem Bloomberg Innovation Index. Tech216 wird von der Sonderinitiative SE Jobs des Bundesentwicklungsministeriums finanziert und vom Digitalzentrum der GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Tunesien, umgesetzt. Also unser Ziel mit Tech216 ist, die Zusammenarbeit der deutschen Unternehmen mit Tunesien zu erleichtern. Hier also Tech216 unterstützt die europäische und die deutsche Unternehmen mit verschiedenen Dienstleistungen, um den Zugriff an qualifizierte lokalen Fachkräften zu erleichtern. Die Dienstleistungen bieten sich an Unternehmen, die mit lokalen Tech-Providers zusammenarbeiten möchten, sowie an solche, die eine Tochterfirma in Tunesien gründen möchten. Und diese angebotenen Services umfassen das Matching und Due Diligence. Matching, Diligence, okay. Ein Soft Landing in The Dot. Das, The Dot ist das beste Innovationshub in Tunesien. Und Recruiting und Rechtsberatung. Wir unterstützen auch die tunesischen Unternehmen mit Schulungen wie deutsche Kurse und auch Kurse zur internationalen und interkulturellen Zusammenarbeit. Also könnte man im Prinzip sagen, ein komplettes Rundum-Service-Angebot für Fragen, alles, was auftauchen könnte, wenn ich als deutsches Unternehmen in Tunesien vor Ort Fachkräfte brauche, suche, halten will, anstellen möchte oder Ähnliches. Genau. Ja, perfekt. Herr Maiborn, waren das Sachen, die Ihnen bekannt waren? War das etwas, waren das die Gründe für Ihren Gründung in Tunesien oder gab es da gar mal ganz andere Gründe auf Ihrer Seite? Ja, da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen. Also wir wussten das alles nicht. Ja. Wir kannten nicht die Förderangebote, die Unterstützung. Wir kannten auch nicht die Kneipenszene. Sonst wären wir sicherlich schon früher dort. Aber bestimmt. Jetzt kennen wir sie. Okay. Gib Ihnen noch ein paar gute Tipps. Ja, bitte. Wir sind eigentlich ganz, wie soll man sagen, unbedarft an dieses Thema rangegangen. Wir wollten schon unser Team, was bis zu dem Zeitpunkt nur in Deutschland war, ausweiten auf Standorte, an denen wir niedrigere Kosten haben. Das war natürlich schon der ursprüngliche Motivator. Wir wollten an Standorte gehen, wo wir einen guten Talentpool vorfinden. Mhm. Das tun wir tatsächlich jetzt in Tunesien, wie sich dann auch bewährt hat. Das bedeutet auch, dass dort Universitäten sind, die auf einem hohen Niveau sind. Mhm. Wir wollten in derselben Zeitzone bleiben. Das hat auch mit unserem Arbeitsmodell zu tun, weil wir kein typisches Shoring machen wollten, sondern tatsächlich in gemischten Teams zusammenarbeiten. Wir hatten die Idee, dass es eine gute Idee ist, für Europäer auf dem afrikanischen Kontinent zu investieren, weil das der einzige Kontinent ist, der langfristig einen Talentüberschuss hat, was auf allen anderen Kontinenten nicht so ist. Also schon eine Langfristperspektive. Und der wirklich entscheidende Grund für Tunesien war dann aber, dass wir einen tunesischen Kollegen hatten, der in München Informatik studiert hat und der gesagt hat, ich möchte gerne in meinem Land, ich möchte zurückgehen und möchte dort wieder was aufbauen. Und so kamen wir dann nach Tunis. Ja. Und das ist jetzt genau 5 Jahre her. Inzwischen ist aus diesem One-Man-Team sind 70 Leute geworden. Also wir haben ein Team aus 70 Softwareentwickler und Entwicklerinnen. Das heißt 70 Softwareentwickler vor Ort in Tunis. Die vor Ort in Tunis arbeiten, genau. Können Sie darauf eingehen, wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn 70 Kollegen in Tunis sind? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Wie organisieren Sie sich? Ja, das ist ganz spannend, weil da
kam tatsächlich dann Covid ein bisschen uns zu Pass, weil wir dort natürlich auch mit unseren Kunden eine Arbeitsweise ausgeprägt haben, die sehr viel Remote zulässt. Das heißt, heute sind unsere Projektteams besetzt über alle Standorte. Also wir haben 7 Standorte in Deutschland, einen in Valencia, Tunis und einen in Ruanda. Und die Teams besetzen wir jetzt wirklich über alle Standorte hinweg. Und das macht es uns sehr einfach möglich, in einem gemischten Projektteam mit deutschen Kollegen oder griechischen Kollegen, die in Deutschland sind, und Tunesiern in einem Projekt zu arbeiten. Okay. Diese Projekte, das will ich vielleicht noch sagen, weil das war eine große Veränderung, die finden jetzt natürlich alle in Englisch statt. Das war schon für unsere Organisation nicht ganz so einfach, die Firmensprache dann umzustellen auf Englisch. Das heißt, da waren wir ja immerhin schon 600 Mitarbeiter. Und auch für unsere Kunden nicht ganz so einfach, Projekte jetzt immer nur noch rein auf Englisch zu machen. Das ist eine große Veränderung gewesen. Okay, die Veränderung vor allem englischsprachig, Vorteil, gleiche Zeitzone. Man kann quasi permanent live miteinander zusammenarbeiten, habe ich verstanden. Das heißt, ich würde sagen, es gibt eine gute Mischung zwischen großen Vorteilen, natürlich manchmal auch einige Herausforderungen. Aber jetzt würde ich gerne mal wissen, mit einem Wort, was war die größte Überraschung, die Sie über Tunesien gelernt haben? Mohammed. Vielleicht, vielen Dank, ja. Ich kann ja noch ein paar Zahlen über Tunesien geben. Ja. Und, also, gerne, ganz kurze Zahlen. Ja, sehr kurze Zahlen. Also Tunesien verfügt über 200 Universitäten, die MINT-Studiengänge anbieten. Und jedes Jahr schließen ungefähr 10.000 Hochschulabsolventen der MINT-Bereichen ihr Studium ab, wobei 61% Frauen sind. Also, das ist, glaube ich, ein besonders interessanter Aspekt. Ja, also nach Angaben der UNESCO in 2023 belegt Tunesien den zweiten Platz weltweit für den Anteil der Frauen in MINT-Studiengängen sowie an Frauen-Erfolgsrate. Da muss ich jetzt fragen, Herr Maiborn, war das Thema Frauen in der IT, ich meine, das kennt man aus Deutschland, wir haben Frauenmangel in der IT, war das für Sie eine besondere Überraschung, dass es so viele gut ausgebildete Frauen auch gibt? Also das würde ich auf jeden Fall so sagen, weil wir, als wir dorthin gingen, natürlich diese typischen Stereotype einer männlich geprägten arabischen Gesellschaft im Kopf hatten, die zumindest für Tunis, vielleicht können Sie mehr dazu sagen, wie es auf dem Land ist, aber für Tunis trifft es überhaupt gar nicht zu. Wir hatten Phasen, wo wir tatsächlich auch bei den Entwicklern, Entwicklerinnen ein ausgeglichenes Männer-Frauen-Verhältnis hatten, also wirklich 50-50. Jetzt ist es wieder ein bisschen erodiert, jetzt sind wir, glaube ich, so bei 60-40. Aber das ist wirklich toll, die jungen Frauen dort zu erleben, die, mit welcher Power die da an die Sache reingehen. Und dieses Stereotyp, was sich bei uns in Deutschland schon in der Grundschule im Prinzip ausprägt, dass Mathe und Informatik was für Jungs sind, das gibt es dort so nicht. Für die jungen Tunesierinnen ist das eine Chance, aus ihrem traditionellen Rollenbild rauszukommen. Und deswegen gibt es dort sehr viele Frauen. Zum Thema Chancen würde ich noch gerne ganz kurz einsteigen, bevor uns die Zeit davonläuft. Wir haben gerade hinter der Bühne heiß darüber diskutiert. Es gibt auf der einen Seite natürlich die Chance, mit Nearshoring Opportunities Brain Drain zu verhindern und in der Region zu halten. Auf der anderen Seite aber aktuell auch immer weitere Bestrebungen, dass Menschen sich gerne international aufstellen möchten, dass sie gerne die Länder wechseln möchten. Wie stehen Sie dazu? Jeder darf die 3 Top-Argumente nennen. Top-Argumente, Sie dürfen sich aussuchen, für welche Seite Sie lobbyieren möchten. Also ja, Tunesien ist nur 2,5 Stunden von vielen europäischen Hauptstädten entfernt. Und das und dies ja erleichtert die Zusammenarbeit mit zum Beispiel agilen täglichen Meetings zwischen von Teams also in beiden Ländern. Okay, also agile Meetings? Es gibt gleiche Zeitzone? Gleiche Zeitzone und qualifizierte Fachkraft. Qualifizierte Fachkräfte, okay. Herr Maiborn, welche Argumente sind Sie? Also, bei dem Thema Migration ist es wirklich schwierig, weil wir sind ja dort nach Tunesien gegangen, um eben genau
was in unserer Branche ja möglich ist, dort Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Das heißt, wir wollten ja gerade keine Migration. Wir stellen jetzt aber fest, dass aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Moment der Migrationsdruck für die Softwareentwickler, die so 2-3 Jahre Berufserfahrung haben, sehr hoch ist. Ja, die sehen einfach, wie ihre Peers in Europa leben. Ja, also von Junior zu Senior quasi. Ja, genau. Also in dem Moment, wo sie so viel Qualifikation haben, dass sie auch in Deutschland oder in Frankreich per Blue Card hier einen Job kriegen würden, da ist dann auch der Druck aus den Familien, geh doch dorthin, wo du viel verdienst, da kannst du uns was zurücküberweisen, relativ hoch. Und dazu kommt eben die Situation im Land. Eigentlich wäre diese Migration nicht nötig. Wir hoffen auch darauf, dass Leute mit ein bisschen Erfahrung dann auch wieder zurückgehen. Okay, vielen Dank. Also ich würde bei dem Thema nach den drei Merkmalen einfach sagen, es gibt das erste Standort, zweite Qualität und dritte Engagement der Leute. Standort, Qualität, Engagement? Engagement der Leute. Also Sie haben Leute, das sind gute Argumente auf jeden Fall. Die guten Leute sind engagiert. Sie haben, es klang schon an, ein universitäres System nach dem französischen Ausbildungssystem, naturwissenschaftlich orientiert. Die Spitzenleute, und es gibt viele Spitzenleute, sind sehr engagiert. Wenn Sie sie direkt von der Universität holen oder aus anderen privaten Unternehmen, sind die wirklich gut. Man muss sie zum Teil fortbilden. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch nicht anders, das wissen Sie. Aber ich habe immer gestaunt, auch über, ja, wenn die im Unternehmen waren, so über, auch wenn wir diese Softwares, die Start-up-Szene dort gesehen haben, das gibt ja etwa 1000 Start-ups, die registriert sind nach einem bestimmten Schlüssel, da war einfach Engagement drin, die wollten, die hatten Ideen und das war so eine Lebensfreude, die da ausgestrahlt wurde. Ich bin da immer gerne hingegangen, weil es einfach Spaß gemacht hat. Perfekt. Ich sehe, Engagement ist auf jeden Fall eines unserer Stichworte heute. Und ich habe Ihnen noch versprochen, dass ich eine Abschlussfrage habe für Sie. Bevor wir völlig überziehen, möchte ich die Ihnen auch noch stellen. Da können Sie nämlich Ihre restlichen Argumente gerne noch einmal mit einbringen. Und, einen Moment. Zum Abschluss. Ein super kurzes Blitzlicht. Sie sind einigermaßen darauf vorbereitet. Bitte beenden Sie den folgenden Satz. Wer erfolgreiche Partnerschaften mit Schwellenländern, und hier ist explizit nicht nur Tunesien gemeint, weil es gibt bereits schon Planungen, auch seitens Melbourne Wolf, andere Standorte entsprechend zu erschließen. Tunesien ist nicht die einzige Potenzial, die wir haben. Also, wer erfolgreiche Partnerschaften mit Schwellenländern aufbauen möchte, der muss. Ich jetzt? Oder wer? Er fängt an. Herr Reinicke, wir machen quasi einmal die Runde wieder zurück. Der muss. Ach, alle dieselbe Frage? Alle dieselbe Frage. Okay. Ein Wort. Dann, der muss. Der muss. Okay. Also, sagen Sie dir nochmal. Wer erfolgreiche Partnerschaften mit Schwellenländern aufbauen möchte, der muss, setzen Sie ein Wort ein. Flexibilität haben und Land und Leute verstehen und lieben. Dann gibt es gute Margen. Das klingt nach einem guten Vorschlag. Ich würde sagen, der muss das tun, was wir in der Softwareentwicklung gelernt haben, nämlich im besten Sinne agil vorgehen. Agil? Also in Sprints sich anpassen, sich am Grenznutzen orientieren, auf Veränderungen sich einstellen und dann wird es auch was werden. Herr Dapp. Oder er muss von der Dienstleistungen von Tech216 profitieren. Dass unsere Dienstleistungen sind kostenlos für die deutschen Unternehmen. Und wie kann das Ökosystem, also in Tunesien, die vorhandenen Systeme nutzen. Genau. Ich würde sagen, das sind doch eigentlich wundervolle Abschlusswörter. Und auch so gerne wir es noch Fragen hätten, das können wir natürlich nicht tun. Wir können uns aber gerne begleiten zu unserem Stand. Da führen wir die Diskussion jetzt weiter. AWE stand hinten in der Halle. Ich freue mich noch, mit Ihnen weiter über das Thema zu sprechen. Danke Ihnen für Ihre Geduld. Danke Ihnen für Ihre wertvollen Beiträge. Danke. Danke.